So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nuzlocke. Es ist schon seit einer Weile kein Stromausfall mehr gewesen. Wir hoffen aufs Beste und holen uns jetzt hier erstmal die nächste Arena. War ich eigentlich im Pokémon Center? Ja, war ich. Sehr schön. Ja, das muss man mal zwischenzeitlich fragen. So, mal gucken. Nur ein X-Bad. Soll ich kämpfen? Nee. Das war eh falsch, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte auch eigentlich flüchten. Ich wollte weg. Nee, mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Ich umschwimme die einfach. Warum kommen hier eigentlich so viele X-Bad? Finde ich voll unfair. Nicht gut. Will ich nicht. Ja, lass. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ein X-Bad zu viel. Ja, seht ihr, wenn die bei jedem Schritt auftauchen, dann haben sie, verloren. So. Raus aus dem Wasser und rein ins Gras. Oh ja, Lethargie. Lethargie ist auch ein an sich ganz cooles Pokémon, finde ich. Aber irgendwie... Irgendwie ist es nicht meins. Es ist an sich ganz cool, weil es halt wirklich Werte wie eine Legende hat. Und ein Zugpex. Aber normal hat es ja diese Fähigkeit, die es dann wieder ausgleicht. Und das sieht nicht aus, als wären wir am Festland gelandet. Ich wollte doch eigentlich ans Festland, ne? Also an dieses andere Areal und hier nicht an irgendeine Insel. Oh, super. Das hat's ja gebracht. Die Bunte klingt sehr, sehr komisch. Klingt eher wie ein Vogel, nicht wie ein Frosch. So. Bisschen Beschleunigung ist hier drin, weil ich möchte das gerne heute beenden. Ja, ich möchte wirklich fertig werden. Weil ich habe so viel Offscreen gemacht und ich habe nicht mal so viel Zeit. Und Lapras. Stimmt, ein Lapras hat auch noch gefehlt. Das war das Pokémon, das noch gefehlt hat. Hier nach Tangela. Lapras hat gefehlt. Seht ihr mal, wir kriegen den Nationaldex voll. Ja, komm. X-Bad. Die Zubats der Meere. So ein Dreck, ne? Ich hau's tot. Einfach bloß, damit es nie mehr wiederkommt. Ja? Ist das ein Deal? Das funktioniert nicht, ich weiß, aber ich muss jetzt meinen Unmut an diesem X-Bad einfach mal rauslassen. Es wirkt sogar. Das ist gut. Aber die Erfahrungspunkte sind nicht schlecht, die es abgibt. Okay. Das sieht schon mal nach Festland aus. Und dann gibt es wieder ein Voltilamp. Leute, es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen im Gespräch bin. Ich bin, wie gesagt, müde und es stört doch ein bisschen die wilden Pokémon hier. Aber wir haben es ans Festland geschafft. Und ich möchte euch ja immerhin alles zeigen. Willkommen bei der Pokémon Show. Ein Tanzer. Das ist, glaube ich, auch relativ harmlos. Weitestgehend, würde ich mal sagen. Aber man weiß ja nie, am Ende explodiert's und wir haben ein Problem. Auch wenn ich es nicht glaube. Selbst wenn es explodieren würde. Aber wenn es Explosion oder Finale könnte, dann würde es wahrscheinlich jetzt sterben.
was es ja auch tut, ne? Also ich finde, das passt. Ich bin auch heute ein bisschen genervt wegen den ganzen Stromausfällen. Luxtra Eisattacken, aber eigentlich Normaltyp, also besiegbar. Problem Leitteiler. Gegen das Problem Hitzekoller. Beschwörung. Sehr effektive Attacken funktionieren nicht mehr. Oder war das keine Volltreffer mehr? Ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall sollte das eigentlich reichen. Warum sage ich es überhaupt noch? Und es ist viel schneller als wir. Jetzt vermisse ich die Flinkklaue. Oh, Komprimator, ein Glück. Ich habe jetzt mit dem Leitteiler gerechnet. Leitteiler wäre jetzt böse. Zaltak, gib Kohle. All damn YouTube Monies, wenn ich wirklich so viel kriegen würde. Ja, Leute, YouTube Monies, das ist immer so eine Sache. Es gibt sehr, sehr wenig Geld auf YouTube. Könnt ihr mir glauben. YouTube rückt immer recht wenig Kohle raus. Und gerade wenn hier nur so 20 Personen das Video gucken, was bei 1000 Abonnenten wirklich sehr, sehr armselig ist. Muss ich zugeben. Ich sag viel zu oft, muss ich zugeben. Oder ist euch das schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich, ihr merkt es ja. So, Route 208. Jetzt soll da aber auch was draufstehen. Route 208 nach 209. Danke. Einfach danke. Oh, die habe ich nicht mal gesehen. Welche Attacken haben sie gelernt? Daran erkenne ich, wie gut du bist. Also, mit sie meint sie wahrscheinlich meine Pokémon, oder? Sieht sie mich und duzt mich dann. Leydian, das Pokémon habe ich auch sehr, sehr oft gesehen, nachdem ich randomized hatte auf zweite Generation. War wirklich sehr, sehr oft vertreten. Das liegt aber auch... Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber es tauchen immer die Pokémon nicht auf, die man braucht. Das ist einfach so eine Grundregel, glaube ich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber irgendjemand hat mal beschlossen, wenn, dann so. Ich habe leider auch nichts, was gegen den Sandsturm immun wäre. Giflor. Ich habe keine Ahnung, was Giflor für ein Typ hat. Aber wir bringen es jetzt einfach um. Es guckt auch so, ne? Es guckt total mies gelaunt. Und benutzt seinen Kopf als Schutzschild. Das funktioniert aber nicht. Ja, das kann ich euch auch sagen. Wenn jemand sagt, benutzt euren Kopf, das ist nicht so gemeint. Glaubt's mir. Das klang gerade für einen Moment, als würde der Sound aus meinen Boxen kommen. Und aus den Boxen hätte ich den jetzt nicht gerne. Da ist mir schon lieber, wenn das ganz normaler Sound ist. Aber immerhin ist das Vieh jetzt tot. Finalschlag von Giflor? Schön. Danke. Das hätte auch tödlich sein können. Leute, warum hat das sowas? Warum besitzt das Vieh einen Finalschlag? So, wo sind meine Top-Genesungen? Doch, hier war ich doch richtig. Ich hab ja genug, ne? Ja, und wie gesagt, heute ist auch noch, sobald wir uns das Areal angesehen haben, das Erholungsareal, gucken wir uns dann nochmal den Kampf an mit dem Rivalen und dann ist auch Schluss. Alles gut. Steht ein Haus. Ein Haus. Ich würde gerne zu diesem Haus hingehen. Aber ich befürchte, von da aus komme ich nicht zum Haus. Da müsste ich hier hoch. Und da hochzufahren ist nicht so einfach, weil man hier richtig gut umlenken muss.
und das richtige Timing haben. Und das ist... Oh Gott, ich habe einen Kratzen im Hals. Oh Gott. Das ist auf dem Gameboy deutlich leichter als hier. Entschuldigt Leute, ich muss mal was trinken. Ich kann gerade nicht reden. Oh Gott, eben auf einen Schlag einen total trockenen Hals. Hab ich eine Fliege verschluckt? Ich hoffe nicht. So, Bären will ich nicht. Ich will gucken, wer da im Haus wohnt. So ein Haus mitten auf der Route muss ich mir angucken. Hippopotamus. Bei dem denke ich jedes Mal, wenn ich sehe, habe ich ja während dem Randomizen auch mal getroffen, dass es shiny ist. Beziehungsweise nicht mal bei dem, sondern bei dem, wo es komplett schwarz ist. Das liegt aber daran, dass halt die weibliche Version komplett schwarz ist. Wer bist du denn? Ich habe meine Zeit mit Lesen verbracht. Mein Sohn ist genauso eine Leseratte. Vor kurzem habe ich gelernt, dass das Wort Universum in einer antiken Sprache Zeit und Raum bedeutet. Stammt Universum nicht aus dem Altgriechischen? Oder Universalis? Irgend sowas. Ich habe doch auch keine Ahnung, Leute. Sag mal ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich spreche weder Altgriechisch noch Latein noch irgendwas anderes. Deutsch, sprech Deutsch. Und Englisch, zumindest ein bisschen. Auch wenn diejenigen, die meinen simultan übersetzen kennen, wissen, dass das mit dem Englisch auch. Nur ist nicht so toll. Und das wird vor allen Dingen jetzt schlimm, weil wenn das Ding ins Hauptprogramm kommt, dann muss ich ja so viel übersetzen. Also das hier ist Cheating. Leute, das ist Cheating hier. Wenn ihr abkürzen wollt, nehmt die Cheating-Route. Und jetzt sind wir wahrscheinlich im Erholungsareal. Aber das trifft sich ganz gut. Was? Ich habe jetzt mit Erholungsareal gerechnet. Kleinen Moment. So, Modekoffer, Karte. Ups. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen falsch gefahren. Ja, super, ne? Wenn man den Wolf einmal navigieren lässt, ne? Einmal. Einmal und nie wieder, sage ich euch. Man darf mich eigentlich nicht mal ohne Navi irgendeinen Weg gehen lassen. Ja, und jetzt renne ich direkt in den Rhein. Das ist bestimmt so geplant, dass man von da kommt und dann, ne? Drachen-Pokémon sind heilig, das hat mir mein Meister beigebracht. Und jetzt beweise ich es dir. Dann zeig mir mal deine Drachen. Bin ich mal sehr gespannt. Oh, du hast nur einen Drachen dabei und das ist ein Evoli. Evoli ist kein Drache. Aber ich glaube, alle Evolis waren Pflanzen-Pokémon. Das heißt, wir haben hier schon einen Typ-Vorteil. Und wisst ihr, ich wollte heute eigentlich beenden, ne? Heute sollte der letzte Part sein. Aber ich habe so das Gefühl, entweder ich muss überziehen oder können wir vergessen. Aber eigentlich, wir haben ja schon den Abspann gesehen, das heißt, der fällt schon mal raus. Ja, eventuell, wenn ich... Nee, ich möchte auch nicht so Tempo geben. Dann gibt's halt noch ein Part. Ist halt einfach so, ne? Kann man mit leben. Ihr bestimmt auch. Oder sagt ihr jetzt, nein, ich möchte bitte hier Revolution Online sehen. Das ist doof, du fährst eh bloß rum und machst das Ganze so im Schnelldurchlauf und willst uns aber noch die Regionen zeigen. Find's auch komisch, dass es hier eine Wüste einfach mal auf der Insel gibt und, ne? Das ist ja im Prinzip nur eine kleine Insel und die besteht aus Wald, Wasser und Wüste. Und Glibunke. Ich habe auch das Gefühl, die ganze Welt besteht zu einem kleinen Teil aus Glibunke. So, und hier darf ich natürlich mein Fahrrad nicht mehr benutzen. Das heißt, ab hier ist Fußgängerweg. Oh, jo, Regieus, moin. Boah, auf der Insel gibt's wirklich alles. Es hieß ja, hier kommen alle Pokémon zusammen. Aus allen Regionen. Und da hat sich Regieus gedacht, ich bin zwar eine Legende, aber das heißt ja nicht,
dass ich nicht auch dahin gehen darf. Also ist Regi Eis auch hergekommen. Das ist direkt genauso wie das Arktos, das wir getroffen haben. Ja, das ist auch hergekommen. Das Eis-Pokémon, also Pokémon, die eigentlich mal Eis waren, die mögen das bestimmt hier. Finden das ganz, ganz toll. Ja, guck. Regi Eis hat mich lieb. Level 50. Ich glaube, so auf dem Level fängt man das sogar. Oh, in Rubin. Rubin Saphir. So. X-Tempo, ja. Das Item. Es ist eins der Items, die ich am meisten hasse. Ja, wirklich. Ich finde die total nutzlos. Diese X-Sachen. X-Angriff, X-Tempo. X-Man. Ne, das war wieder was anderes. So Leute, das war's jetzt für heute. Beim nächsten Mal suchen wir weiter nach diesem Erholungsgebiet. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.